Ganz Bayern lässt sich vom Söder-Regime terrorisieren. Ganz Bayern? Nein. Ein unbeugsamer Landkreis, der Landkreis Berchtesgadener Land, leistet Widerstand gegen die Söder-Legionen in den umgebenden vier Lagern, Landratsamt, Gesundheitsamt, Corona-Teststationen und Bußgeldbescheideerlasser. Es ist schon traurig, dass wir inzwischen auch zu dieser Analogie aus dem bekannten Asterix-Comics greifen müssen, um die Dramatik zu beschreiben, wie sie momentan in unserem Landkreis im schönen Berchtesgadener Land passiert. Gestern hat man, nachdem der neue Lockdown, der erste neue Lockdown jetzt in ganz Deutschland erlassen wurde, hat man die Gäste aus den Hotels herauskomplimentiert. Und unsere Tourismusindustrie im Berchtesgadener Land, die gerade begonnen hat, sich zu erholen vom Shutdown des Frühjahrs, wird jetzt wieder hier nach unten gedrückt, ja, in die Insolvenz, in die nicht mehr Möglichkeit, Geschäfte zu tätigen. Ich selbst, da lege ich Wert drauf. Ich habe mein Geld ehrlich verdient, bevor ich in die Politik gegangen bin. Ich komme aus der mittelständischen Unternehmensführung. Und deswegen weiß ich ganz genau, wie es mittelständischen Unternehmern in dieser Situation jetzt geht. Es ist nicht mehr hinnehmbar, wie hier die ersten Pflänzchen eines Aufschwungs durch völlig irrationale Verhaltensweisen von Ministerpräsident Söder und seiner Schergen, wie er sie hier im Berchtesgadener Land durchführen lässt, wie dieses Pflänzchen schon im Ansatz wieder kaputt gemacht wird. Herr Söder, jetzt muss ich Sie mal direkt ansprechen. Der PCR-Test, der sagt nichts aus über Erkrankungen. Der sagt nur aus, dass es da irgendein Bruchstück mal gab eines Virus. Den findet man ja auch auf Ziegen und auf Papayafrüchten. Der sagt nichts aus. Die Leute hier bei uns im Landkreis, sie haben geschaut, wo sind denn die wirklich Kranken in den Stationen der Krankenhäuser. Es gibt sie nicht, 13. Und deswegen legen sie hier einen kompletten Landkreis lahm und haben hier vollkommen auch jegliche rechtsstaatlichen Grenzen überschritten, Herr Söder. Und ich weiß doch, warum Sie es machen. Es weiß doch jeder, warum Sie es machen. Sie wollen Kanzler werden. Und um Kanzler zu werden, markieren Sie jetzt hier den starken Maxen. Und nur für Ihr persönliches Ziel der Kanzlerschaft machen Sie Ihr eigenes Bayern kaputt, das Ihnen anvertraut ist von den Wählern. Also unglaublich, dieses Vorgehen. Und ich kann Ihnen sagen, da ich selbst aus der mittelständischen Unternehmensführung komme, ich sammle jetzt die Interessen der Unternehmer hier bei mir im Landkreis, nämlich auch mein Wahlkreis, der besteht aus Berchtesgaden und Traunstein. Wir lassen uns das nicht länger bieten, wie Sie auf dem Altar Ihrer persönlichen Eitelkeiten auf der Grundlage eines PCR-Tests, der nichts, aber auch nichts aussagt über die Erkrankten an Corona, dass Sie alles auf diesem Altar Ihrer persönlichen Eitelkeiten hier opfern. Das kann nicht sein. Ich kündige Ihnen hiermit an, wir werden mit allen juristischen Mitteln natürlich das durchfechten, dass dieser zweite Lockdown möglichst schnell aufgehoben wird bei uns. Und Sie können auch mit unserem demokratischen Widerstand rechnen, weil Sie hier einfach alle roten Linien überschritten haben. Das Berchtesgadener Land wird, wie auch das gallische Dorf, sich das von Ihnen nicht bieten lassen.